So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Ragnarok. Und wahrscheinlich fragt ihr euch gerade, Askalter, was ist mit dir passiert? Bist du jetzt zu einem Unterwassersaurier mutiert? Und nein, Leute, ich bin einfach nur aufgewacht und habe gesehen, dass ich eine merkwürdige Maske hier auf dem Kopf habe. Und zwar hat mir irgendjemand hier diese Maske auf den Kopf gesetzt von einem Bulbdog. Und der Bulbdog ist ein sehr wichtiger Charakter in Ark Aberration, dem neuen DLC, was eigentlich diesen Monat kommen sollte. Aber auf der TwitchCon wurde angekündigt, hey, wir haben eine sehr gute Nachricht für euch. Wir wissen zwar immer noch nicht, wann wir es ankündigen, aber wir werden euch irgendwann nach der TwitchCon Bescheid geben, dass es sich um ein paar Wochen verzögert. Und ich dachte mir nur so, danke für die Info. Ja, Leute, also es verzögert sich wohl noch mehr. Ich glaube, es kommt im November online, aber ein paar Wochen ist ja auch ein Begriff. Das kann auch ein paar Wochen mehr dauern, ne? Das kann auch sein, dass es im Dezember kommt, wie ich und meine Facecam, Leute, ne? Genauso ist es auch mit Ark und dem neuen DLC. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Wir werden es ja auf jeden Fall anzocken, das habe ich gesagt. Das heißt anzocken, wir werden das durchspielen, Leute. So, Leute, und dieses Mal habe ich auch etwas ganz Besonderes vor, denn viele von euch meinten, ja, Skalt, es wäre richtig geil, wenn du mal diese zwei Riesenkraken züchten würdest. Und ich dachte mir, Moment mal, zwei Riesenkraken? Wir haben noch gerade mal eine gezähmt, wir haben nur ein Thaddeus, Leute. Und das Problem ist, dass ich es auch leider nicht geschafft habe, einen zweiten zu zähmen. Also ich war kurz davor, ich bin nochmal mit meinem Moser los. Na, er hat auch schwarze Perlen dabei. Das Problem ist, es hat irgendwie dann alles ein bisschen rumgebackt und auf einmal war der Tintenfisch weg und auch die schwarzen Perlen und ja. Also ihr wisst, manchmal gibt es in Ark leider immer noch Bugs, auch noch nach Release. Und da hat es leider nicht geklappt. Aber Leute, wir haben zwei Mosas und ich dachte mir, es wäre doch mal cool, wenn wir diese zwei Mosas züchten würden, ne? Und einen Baby-Moser in die Welt setzen. Denn der eine hat relativ viel Angriff, ne? Wie wir hier sehen können, 23%. Der andere ist eher so auf Leben. Und ich denke, wir können daraus ein richtig schönes Baby kreieren. Ne? Ist jedenfalls so das Ziel. Ne, vielleicht werden wir auch noch ein paar mehr Mosas hier finden. Ich bin ja ein großer Fan von Mosas. Von daher werden wir das einfach mal ausprobieren. Und genau, da werden wir jetzt einfach mal zum anderen Moser, werden den hier reinlocken, weil ich glaube, das Gehege ist eigentlich ein relativ guter Ort, um Mosas zu züchten. Habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht, Leute. Ist also auch wieder eine neue Erfahrung. Ne, eigentlich wollte ich es halt, wie gesagt, mit den Tintenfischen machen, aber das werden wir auch noch machen. Das verspreche ich euch, ne? So, und dann wollen wir auch jetzt gleich zum Moser hier gehen. So, genau, Leute, jetzt müssen wir den Moser nur noch irgendwie da reinbringen. Das ist gar nicht so einfach, wie ihr hier sehen könnt, ne? Der denkt sich so, nö, ich fliege hier einfach mal so ein bisschen rum. So, wir schauen mal, ob wir es irgendwie da reinschaffen, Leute. Es ist nicht ganz einfach, ne? Er schlängelt hier sich gerne herum. Und ich meine, da ist ja auch schon ein Moser drin, ne? Können zwei Moser hier reinpassen? Eine gute Frage. Und ich glaube, ja. Wir müssen halt nur noch irgendwie die Tür zukriegen. Und dann ist das Ganze kein Problem mehr. So, was wir jetzt noch machen müssen, Leute, ganz einfach auf Wandern stellen, ne? Und ihr seht auch schon die Herzen hier. Das könnte tatsächlich klappen hier. So, ne, auch hier mit dem Herzen. So süß. Okay, Leute, lasst uns das Züchten beginnen. So, dann sollte ich auch mal schnell weg hier. Nicht, dass ich noch hier dabei zerquetscht werde. So, und ihr seht auch schon, es klappt, Leute. Die Herzen funken zwischen unseren zwei Moses. Das freut mich wirklich, dass wir wirklich bei der Partnerwahl wieder eine gute Wahl getroffen haben. So, Mosasaurus A und Mosasaurus B werden sich nun paaren und ein... ja, Baby in die Welt setzen. Ich bin mal gespannt, wie lange das auch dauert. Na, bei den Mosas, ich glaube... Huch. Ah, jetzt haben sie sich leider bewegt. Also ich glaube, die sollte man dann auch wirklich mit U... Ich glaube, es war U. Genau, mit U kann man sie nämlich auch stillpfeifen. Ja, das ist eigentlich das... Genau. Ja, Leute. Das sieht mit der Maske so... Okay, das sieht ziemlich witzig aus, Leute. Und irgendjemand hat mir auch meine Haare abrasiert, sehe ich hier gerade. Kann auch sein, dass es nur an der Maske liegt. Das müssen wir gleich mal testen. So, kommt schon, Mosas. Wir feuern euch an. Wir wollen ein süßes Mosa-Baby. Strengt euch an. So, wir gucken auch mal jetzt hier mit K wieder. Die Herzen funken noch, Leute. Sie sind also noch voll im Gange. So, ich weiß auch gar nicht, wenn wir jetzt unter Wasser sind. Ob wir, oh, genau. Ich sollte noch vielleicht mal auftauchen. Genau, müssen wir auch mal schauen, ob wie weit diese denn jetzt sind hier. Guck mal, unser Megalodon haben wir hier auch noch. Genau. Ja, 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 nicht bewegen hier, ne? So, wir können auch unter Wasser pfeifen. Das ist ziemlich witzig. Ne, unter Wasser pfeifen, Leute. Das ist wieder so eine Logik in Ark, die ich dann wieder nicht verstehe. Also sieht auch schon hier, Leute. Es ist soweit. 69%, das hört sich ziemlich gut an. So. Genau. Currently mating with Mosasaurus level 219. Es klappt also, Leute. Ich bin sehr gespannt. 80%. Ist nur die Frage, wie wir es am besten ausbrüten. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Mosa-Baby ausbrütet. Aber wir werden es herausfinden, Leute. Wir werden es herausfinden. Ne? Es gibt nichts, was wir noch nicht herausgefunden haben. So, 89%, Leute. Es ist nur noch ein kleiner Schritt für mich. Aber ein großer Schritt für die Ark-Welt. Damit wir auch das stärkste Mosasaurus-Baby ausbrüten, was dieser Server je gesehen hat. Huch. Okay, was ist das denn jetzt hier? Ich glaube, es ist, genau.
gestationed. Also es dauert wieder eine Weile, bis die wieder hier quasi Babys kriegen können. So, und was ist denn das eine Baby hier? Oder nee, warte Leute, ich glaube, das ist anders. Genau, und zwar ist das nämlich so, der Moser ist jetzt befruchtet, ne? Und der, genau, der trägt das selber aus tatsächlich. Der legt kein Ei, ne, wie das andere Saurier machen. Der Mosasaurus ist jetzt tatsächlich befruchtet, habt ihr gerade gesehen, gestationed. Und der brütet das jetzt quasi in sich selbst aus, ne? Das ist ziemlich spannend, das habe ich tatsächlich noch nie in Ark so erlebt, ne? Ich meine, es gibt ja auch viele Säugetiere hier. Bei den Wölfen ist das, glaube ich, genau, bei den Wölfen ist das genauso. Die legen ja keine Eier, weißt du, die sind ja Säugetiere hier, Leute, ne? Das ist interessant, das ist bei den Mosern genauso. Ich dachte tatsächlich, die legen irgendwie so eine Unterwassereier. Das wäre aber ziemlich, ja, merkwürdig. Aber es ist gerade tatsächlich schwanger, ne? Unser lieber Moser. So. Bin mal gespannt, ne, mit der Gestation, wie weit das jetzt, wie lange das dauert. In der Zwischenzeit, ich meine, in der Schwangerschaft müssen wir, glaube ich, nichts machen. Da können wir den Moser, glaube ich, in Ruhe lassen. Wir werden dann einfach mal nochmal nach Hause telefonieren, um nämlich dort noch etwas mitzubringen, Leute. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was? Das ist auch eine gute Frage, was wir jetzt nach Hause bringen. So. Denn es gibt noch etwas, was wir letztes Mal getan haben. Wir haben ja letztes Mal wirklich eine meiner neuen Lieblingsspezies gezähmt, nämlich den Megalania, wer wirklich... Ja, da meinten auch viele von euch, Askal, das ist einfach der coolste Saurier, den du je in Ark gefunden hast. Und damit muss ich euch auch gleich was ziemlich Cooles zeigen. So, und zwar, genau, wo haben wir den Rabauken jetzt? Den haben mir nämlich auch ein paar Leute dann gleich weggenommen und sagen noch, oh, Askal, das ist so cool, lass mich auch mal mit dem auf Reisen gehen. Ich hoffe aber, dass er noch hier ist. Ihr seht schon, wir haben hier sehr, sehr viele Dinosaurier. Langsam auch zu viel. Und da ist er, Leute. Megalania Level 193. Und viele von euch meinen auch, Askalter, wie wirst du ihn denn jetzt nennen? Und da haben einige von euch ziemlich coole Namen geschrieben. Und den coolsten fand ich wirklich Spider-Man. Deswegen werden wir ihn tatsächlich auch Spider-Man nennen. Der fand ich ziemlich witzig. So, Option, Name ändern. Spinnenmann. So, Spinnenmann, Leute, da ist er. Unser Spider-Man. Weil es ist auch tatsächlich ein echter Spider-Man hier. Ja, weil man nämlich einfach hier mal die Wände hochläuft. So, wir müssen uns eine, genau, wir müssen jetzt hier einfach mal rangehen, zack. Nee, so geht das auch nicht, Leute. Genau, das ist jetzt der Vorführeffekt, der berühmte Vorführeffekt. Aber, ne, wenn wir jetzt uns ein bisschen anstrengen, Leute, dann könnt ihr hier sehen. Zack, wir können einfach den Toad Tower hochlaufen. Ne, also es ist einfach richtig krass. Da, schaut euch das an, ne. Das kann einfach ein Dinosaurier. Da kann einfach so ein Toad Tower hochlaufen. Huch, genau. Und er landet immer auf allen Vieren, wie eine Katze. Also ziemlich cool, ne. Genau, der läuft einfach überall hoch, ne? Wie so ein Magnet. Also wer von euch Mission Impossible geguckt hat, da gibt's ja die eine Szene, wo Tom Cruise quasi den Burj Khalifa, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, diesen, genau, das höchste Gebäude der Welt, da läuft er ja quasi hoch. Und da gibt's auch tatsächlich, genau, da hat er so eine Saugknöpfe an seinen Handschuhen. Und so ähnlich fühle ich mich gerade mit diesem Spider-Man. Also wir können hier überall hoch, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, komm ich hier noch hoch? Kommen wir hier noch hoch, Leute? Können wir es schaffen? Na, ist gar nicht so einfach, ne? Aber ihr seht schon, Leute, wir kommen tatsächlich den Toad Tower hoch. Huch. Ja, Leute, ne? Mit so ein bisschen Tricks. Ihr seht auch schon. So, sind wir oben, ne? Also ich glaube, das nächste Mal gar keine Leitern mehr machen. Ne, können wir uns eigentlich sparen. Wir können einfach hier mit unserem Spider-Man, mit unserem Megalan, da können wir hier Wartungsarbeiten vornehmen. Also nicht, dass ich das nächste Mal Pflanzen gießen muss oder irgendwie Turrets irgendwie wieder einschalten muss, Leute, Munition nachkippen. Einfach unser Megalania nehmen. Das ist ziemlich cool. So, müssen wir mal schauen jetzt hier. Genau, können wir auch wieder jetzt hier ganz hoch. Ist die Frage. Ich habe es tatsächlich schon mal geschafft. Ist aber gar nicht so einfach. Guck mal, jetzt hier, zack. Und dann so, Leute. Ihr seht schon, so kommt man nach oben. Ja. Es ist wie Autofahren, Leute. Man muss es lernen. Aber wenn man es erstmal kann, ist es leicht. So, Megalania. Zeig uns, wie du hochkommst. So. Komm, Megalania. Du musst es schaffen. Na gut, noch sind wir nicht oben. Aber jetzt, Leute, es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus für unseren Freund. So, und wir haben es geschafft. Na, oder auch nicht, Leute. Also, es ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, wir sollten auch einfach runterspringen. Ja, genau. Weiche Landung. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, seht schon, mit dem Megalania kann man viel erleben. Ist ein ziemlich cooler Dinosaurier. So, jetzt müssen wir aber nochmal schauen, ob wir jetzt hier noch unser... Equipment dabei haben. Und zwar hatte ich ja auch eine Taucherausrüstung, die sollten wir vielleicht brauchen, wenn wir hier ein Baby-Moser in die Welt setzen. Ich weiß aber gar nicht, wo ich die jetzt habe. Na gut, Leute, das ist auch... Genau, zur Not nicht so schlimm, ne? Wir werden dann erstmal mit unseren Wolf weiter... So, wobei, wir sollten wirklich lieber mit unseren Griffin losziehen. Das wäre sicherer. Genau. Zack. Und er fliegt, Leute. Und er fliegt. Und viele haben mich ja auch gefragt, Askalte, wie sieht es denn jetzt aus? Du verbringst in letzter Zeit sehr viel Zeit im Meer. Ne, und Leute, ich meine ohne Meer.
würde es auch kein Leben geben. Das Meer ist eben sehr wichtig, da muss man eben auch viel Zeit verbringen. Aber natürlich werde ich auch mich bald wieder um das Land kümmern, denn wir müssen ja auch mal bald den Boss zähmen. Auch eine Tätigkeit, die ich hier schon immer machen wollte. Ich wollte schon immer hier den Boss in Ark Ragnarok besiegen. Ich hab von 10 gesagt, glaube ich. Genau, besiegen natürlich, Leute. Den Boss kann man leider nicht zähmen. Nee, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Vielleicht mit Mods. Genau, bin ich mal gespannt. Wo ist denn jetzt hier unser Moser Baby? Es ist schon noch, ist kein Moser Baby in Sicht. Aber es könnte sich ja noch ändern, ne? Denn unser Mosasaurus ist gerade schwanger. Ich bin so stolz auf ihn. Ja, Leute. Ja, denn unser Mosasaurus gehört tatsächlich nicht zu den Viechern, ne? So, wir müssen mal schauen hier. Mosasaurus. Ja, wie sieht's aus? 31%, Leute, noch 13 Minuten. Oh, das können wir tatsächlich, das warten wir ab, Leute. Das warten wir jetzt ab. Ich bin mega gespannt gerade. Noch 13 Minuten. So, werden wir uns aber hier hinstellen. Ich glaube, das kann was werden, Leute. Ich glaube, das kann echt was werden. So, oh, genau. Wir sollten auch mal vielleicht ein bisschen auftauchen. Obwohl wir hier diese Maske haben, ne? Ist also anscheinend kein Unterwassersaurier, auch wenn er so ein bisschen so aussieht. Das ist tatsächlich so ein, ja, der hat so einen Leuchter, aber der leuchtet auch nicht irgendwie, ne? Schade. Vielleicht kann man irgendwie so eine Spezialfähigkeit machen. So, wir werden aber jetzt mal gucken, ob meine Frisur noch da ist. Ja, die Frisur ist noch da, Leute. Dann sieht ziemlich cool aus. Das ist noch da. Aber wenn wir halt die Maske aufsetzen, dann sieht man das eben nicht, ne? Aber cool, Leute, ne? So, dann warten wir jetzt einfach mal noch 13 Minuten ab. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen länger warten, weil ich mir jetzt in genau just in diesem Moment etwas zu essen zaubern werde. Muss mal überlegen, was ich jetzt mache. Ich werde mal wahrscheinlich irgendwas Einfaches kochen, Leute, in der Zeit, wo das Ei noch ausbrütet. Ich hoffe, dass das Baby dabei nicht drauf geht jetzt. Ich werde mich jetzt einfach hier hinstellen. Ja, und dann in einer Stunde oder in anderthalb Stunden zurückkehren. So, ich hoffe, dabei wird niemand draufgehen. Ich muss dann nochmal, genau, ich werde nochmal kurz schauen jetzt, Leute, ob es nämlich auch wirklich klappt hier nachher. Wir werden sicherheitshalber in die Base gehen. Das wird ein bisschen sicherer. Genau, mit Kami. Genau, dann bin ich mal gespannt, auch wie das so mit einem Mosa-Baby überhaupt abgeht, ne? Ich meine, so ein Mosa-Baby ist halt anders als ein T-Rex-Baby. Ich habe bisher nur T-Rexe und Gigas gezüchtet. Ich glaube, was habe ich denn noch gezüchtet? Genau, ich habe tatsächlich noch nicht so viel in Ark gezüchtet. Deswegen ist es jetzt eine völlig neue Erfahrung. Ja, ich bin da echt gespannt. Und schaut euch mal an, wie cool das hier auch abends aussieht, Leute. Unsere Base, die hat schon was, ne? Ich weiß noch nicht, woher die jetzt auf einmal diese Lichter kommen. Das ist ja merkwürdig, ne? Leuchten die Pflanzen? Nee. Die Pflanzen leuchten nicht, aber irgendwas hier leuchtet, ne? Gespenstisch. Wahrscheinlich von, ich weiß nicht, Leute, woran liegt das, ne? Vielleicht das hier, Leute, das liegt hier ran. Da wäre extra so platziert, dass man auch draußen etwas erkennen kann. Aber gut, Leute, ne? Dann werde ich jetzt erstmal mich hier in meiner Bude verschanzen und werde dann quasi, wenn ich zurückhöre, schauen, wie das denn oder was aus unserem Moser geworden ist, Leute. Also, das war's jetzt erstmal, ne? Und bis gleich. So, Leute, und da bin ich auch wieder einige Stunden später. Ja, es hat doch etwas länger gedauert, ne, weil ich danach auch noch weg musste. Aber gut, Leute, jetzt bin ich wieder da, bin wieder auf dem Server und der Moser müsste auch mittlerweile geschlüpft sein. Ich habe jetzt für die Zeit den Server pausiert, ne, einfach aus dem Grund, dass hier das Baby nicht einfach, genau, gefressen wird oder stirbt oder sonst was, Leute. Ne, und ihr seht auch schon hier, habe ich gerade gesehen, wir haben eine wunderschöne Map, ne, und wir haben schon, ja, sehr viel davon erkundet. Ihr seht schon hier den oberen Teil, ne, dann auch noch hier den westlichen Teil, nur den östlichen Teil haben wir noch gar nicht angeguckt. Also ich denke, dort werden wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar Expeditionen starten. Aber soweit so gut, Leute. Wir werden jetzt erstmal zurückgehen zu unserem Baby, ne, wenn es denn schon geschlüpft ist. Ich weiß es nicht. Wir schauen es uns einfach mal an, Leute. Wir nehmen hier einen Griffin. Genau, der sieht gut aus, Leute. Und dann kann es auch losgehen, Leute. So, wir schauen mal, zack, in die Lüfte. Kommt das gerade wieder morgens. Huch, genau, wo... Wow, Leute, das war schnell. Das ging hier richtig schnell gerade. Das liebe ich an den Griffins. Auch wenn man hier irgendwie, genau, gerade einen Speedboost hat und dann irgendwie laufen möchte. Ihr seht schon, dann rennt man wie sonst was. Okay, und hier ist auch schon unser... Genau, hier sind auch schon unsere Mosas. Oder die müssten jedenfalls hier sein. Guck mal, ich sehe gerade nur einen. Der andere müsste aber dahinter sein. Leute. Ja! Okay, alles gut, Leute. Alles gut. Sind beide noch da. Wunderbar, jetzt müssen wir nur schauen, ob wo unser schwangeres Weibchen ist. Wir sehen auch schon, sie ist jetzt bei 93%, 94%, Leute, also es dauert nicht mehr lange. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, wir werden uns jetzt einfach mal ein bisschen zurück... Nein, wir werden einfach hier bleiben, Leute, ne? Wir werden jetzt einfach mal hier bleiben. Wir gucken auch mal kurz ins Inventar. Wir schauen hier, ihr seht schon 95%. Ich habe hier nämlich auch ein paar Sachen drin, die sollte ich vielleicht dann anziehen. Genau, die wären vielleicht nicht schlecht. Wo ich jetzt meinen Scuba-Tank habe, weiß ich nicht. Genau. Scuba Tank ist eigentlich so das Einzige, was ich gerade bräuchte. Habe ich aber tatsächlich nicht hier. Schade. Gut, unter Wasser kann man auch leider nichts essen.
Genau, 97%. Leider noch wenige Sekunden. Und dann wird ein Babymoser auf die Welt kommen. Und es wird nicht schlüpfen, sondern es wird einfach, ja, es wird einfach hier erscheinen, Leute. Okay, ich bin mal gespannt, wie es auch von der Animation aussieht. Ne, ihr wisst ja, beim Rex zum Beispiel, da schlüpft dann einfach das Baby. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Moser ist. Es muss ja einfach irgendwie entbunden werden. Können wir schauen entspannt zu, Leute. Mit einem Fernglas. Wo kommt das Baby? Wo kommt das Baby? So, 97%, 98%. Leute, unser erstes Moser-Baby. 99,9%. Und da ist es, Leute. Oh mein Gott. Das ist ja richtig süß. Schaut euch das an, Leute. Ein Baby-Moser. Oh nein. Schaut ihn euch an, Leute. Richtig süß. Ich werde jetzt erstmal claimen. So. Oh. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber auch nicht schlecht. Dann können wir hier schon mal den Vater... Genau, der Vater muss erstmal weg, Leute. Ne, der... Huch, der kommt aber nicht weg, Leute. Ja, genau. Das ist der Nachteil, wenn man das alles hier... Wow. Genau, wir bangen uns erstmal hier weg. Das ist immer der Nachteil, wenn man die hier in diesem Gehege hat. Manchmal baggen sie sich dann fest, aber gut, Leute. So, wo ist unser Baby? Wahrscheinlich bei der Mutti. Ach nee, ich habe die ja immer noch auf Wandern, Leute. Das ist natürlich auch noch ein Problem. So, Leute, das Problem ist dann auch gelöst. Na, jetzt haben wir das Baby und die Mutter für sich. Ich glaube nämlich, die Mutter muss auch bei Moser bleiben. Ich meine, schließlich muss sie auch schon irgendwie ernährt werden. Ne? Und wir schauen auch mal, wo jetzt unser Baby ist. Ich glaube, das hat sich hier ein bisschen... Nein, Leute! Ich hoffe einfach mal, es kommt hier nicht durch, weil ihr seht, hier ist ein kleiner Spalt offen. Und das Baby, ihr seht schon, es ist aber, genau, es ist, glaube ich, zu groß, um hier durchzupassen. Aber so süß, Leute, das ist Level 197. Und ich würde sagen, den imprinten wir mal, ne? So, und da seht ihr ihn, Baby Moser, Level 197 folgt mir. Richtig cool auf jeden Fall, genau, wir werden jetzt erstmal hier unseren anderen Moser nehmen. Und lassen den mal ein bisschen wegschwimmen. Ich würde ihn jetzt am liebsten auch, genau, ich werde ihn einfach jetzt hier zur Seite tun. Und da seht ihr ihn auch, Leute. Unser Babymoser, richtig süß auf jeden Fall. Ja, der sieht auch schon 0,1% erwachsen. Dauert noch eine Weile, ne? Und möchte in einer Stunde, möchte auch, dass man mal mit dem spielt. Ne, once care in one hour. Also in zwei Stunden eigentlich. Okay, Leute, ziemlich cool auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen Babymoser, der mega niedlich aussieht. Guck mal, ist auch schon als Baby größer als ich, ne? Guck mal, noch könnten wir Brüder sein. Ne, ungleiche Brüder. Huch, ach genau. Da ist unser Moser. Genau, aber so schon bald wird er wahrscheinlich viel, viel größer sein. Ja, guck mal, jetzt kommt er sogar hier ins seichte Gewässer rein. Müssen wir auch aufpassen, dass er hier nicht erwachsen wird, weil wenn die nachher hier erwachsen werden, am Strand, im seichten Gewässer, dann sieht das nachher aus wie ein gestrandeter Wal, dann kommen die auch nicht mehr weg, dann baggen die sich nämlich fest. Genau, aber es ist schon hier, Leute, wir haben jetzt ein Baby. Ne, können wir auch mal gucken, will der irgendwas essen vielleicht? Ja, was hat denn Mama Mosasaurus hier zu essen? Gar nichts, ja, vergammeltes Fleisch, das wollen wir ihm nicht zumuten. Genau, wir sollten dann vielleicht auch erstmal ein bisschen jagen gehen. Mosasaurus, dann lass uns mal los, aufbrechen. Genau, so, Tür auf. Huch, genau. Ja, Leute, das war's dann auch mit dieser Folge. Ihr habt gesehen, wir haben ein niedliches Baby zur Welt gebracht, erfolgreich. Ja, nochmal großes Dankeschön an Mutter Mosasaurus, ne, für die tolle Aktion hier. Ihr seht schon, sie ist auch ziemlich kaputt hier von der Geburt. Aber gut, Leute, also ich hoffe, das ist auch nicht schlimm, wenn wir jetzt die Mutter und... das Kind auseinanderbringen. Hauptsache, das Baby kommt jetzt hier nicht raus. Genau, aber ich glaube, das Baby braucht auch ein bisschen Platz, ne? Genau, das möchte, glaube ich, sogar nach draußen. Das kommt sogar nach draußen, oder? Ist das jetzt rausgeschwommen? Das ist jetzt die große Frage. Ist das jetzt gerade rausgeschwommen? So, Türe wieder zu. Das wäre es jetzt natürlich. Nee, doch. Doch! Nein! Ja, okay, Leute, hier kommt man auch ziemlich leicht durch. Okay, unser Baby ist gerade abgehauen. So viel zum Thema, das Gehege ist sicher. Ich muss das, glaube ich, noch mal ein bisschen umbauen. Wie ihr sehen könnt, ist es doch nicht so sicher, wie erwartet. Guck mal, ich komme hier zum Beispiel nicht durch, ne? Ich komme hier natürlich nicht durch, Leute. Ich bin zu fett, war ja auch klar. Nee, komm, hier komme sogar ich vorbei. Dann kommt auch das Baby vorbei. Ja gut, Baby. Hast du schlau gemacht, ne? Ein Glück, dass hier der Vater auf dich aufpasst. Vielleicht möchte er auch zum Vater. Aber gut, wenn ihr einen schönen Namen habt für unser Baby, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich... Ja, guck mal, er ist schon ganz aggressiv. Was willst du mit meinem Baby? Geh weg! Genau, wenn ihr einen guten Namen habt für den, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich denke, der kleine Racker hier, der hat auch ziemlich gute Stats hier. 14.000 Leben und 322% Melee-Damage. Das ist ein krasser Moser. Ich meine, okay, es geht immer besser. Aber ich denke, von diesen Stats, ne, wenn man den noch mit ein paar anderen züchtet, macht schon was her. Vor allem, wenn man den nachher noch ordentlich imprintet. Aber gut, Leute, soweit so gut. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen und mir auch viel, viel weiterhelfen.
Und ja, wie gesagt, schreibt euren tollen Namen in die Kommentare, euren Babynamen für mein erstes Moser-Baby hier. Und ja, das war's dann wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.